So, ja, zurück haben wir einfach mal eben gerade ganzes Kapitel in einer Folge durchgespielt. Isaac, Geil. hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist er kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich, wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt einen Systemcheck. Ich kann hier nicht weg, ohne noch etwas zu erledigt zu haben hier. Er will ja sein Leben ja nicht riskieren nochmal für andere. Nein, er will nicht, dass andere sterben wegen ihm. So war das. Richtig. Ich bin. Zurück? Wie jetzt zurück? Wieso zurück? Ach, durch die Tür da! Hä? War ich schon vorher da? Oh. Warte mal, ich geh mal nochmal vorher speichern. Bevor ich durch die Tür gehe, speichere ich. Dum 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 di dum di dum 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 di dum di dum. So. Ja, eine Broschüre, was steht da? Es wackelt wieder so rum, das mag ich nicht. Mag ich immer nicht, wenn er so rumwackelt, so. Bim, blim. Hauptantrieb 1. Oh, ist das Ellie da? Mit dem, Kriegsschiff? Systeme fahren hoch. Klar. Das geht jetzt automatisch irgendwie. Isaac. Was machen wir da? Hey, wie jetzt? Alter. Nein. Nein, wagen Sie es nicht. Wagen Sie es nicht, diese Schiff zu starten. Scheiße. Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Bastard. Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber Sie kann mich retten, Ellie. Also... Fick dich, Isaac. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das jetzt? Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac, berühre mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Bin der Marke zerstört. Nicht. Man muss ja immer noch bedenken, es hat zwar der Marker verursacht, aber er spielt alles in seinem Kopf. Er spielt immer noch alles in seinem Kopf. Das er weiß wahrscheinlich auch, dass er sich das alles immer noch selber ausdenkt. Aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute, die jeden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Er wird weit kommen. Ich habe da schon eine Idee. Ich hab da schon eine Idee. Ich hoffe, er hat ja auch die Idee. Das finde ich mega geil. Aber das, wenn man bedenkt, das muss doch eigentlich theoretisch alles in seinem Kopf spielen. Und wenn er das zulassen würde, dass er jede Kontrolle überlässt, würde ja alles vorbei sein. Er wäre sozusagen Hirntod nach dem Motto. Ich vermute mal, dass es so ist. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Braucht jemand sogar. Anders würde mich das für mich auch gar keinen Sinn ergeben. Aber naja. Es endet, wie es enden muss.
in einem Massaker. Oh ja, yeah. Das ist gut so. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ein Inventarslot will ich immer frei haben. Aber jetzt bin ich ausgerüstet für den Kampf. Mögen eure 200 Soldaten kommen. Die können mir alle nichts. Ich bin bereit, das zu beenden. Den Marker zu zerstören, zwar mein eigenes Leben dabei riskieren. Ich werde wahrscheinlich auch sterben bei. Aber hey, the show must go on. Anfangs gar nicht für mich interessiert. Jetzt interessieren sie sich für mich. Alter, was geht jetzt hier ab? Ich kann ja nicht mal einfach durchgehen oder so. Nein! Zehntausend Viecher. Fickt euch, wenn du nicht willst. Fick dich. Ja. Ah, der drauf. Ja! Mach mal Stopp! Leg der Pause ein! Ich töte alles, was mir in die Quere kommt. Ich will endlich diesen verkackten Marker zerstören. Nichts hält mich auf, außer nicht zu wissen, wo ich lang muss. Kein Wegpunkt. Was zum Henker? Verdammt. Scheiße. Was muss ich tun? Was jetzt? Scheiße. Wie komme ich da rein? Kacke. Da! Okay. Okay. Das Geräusch kommt nicht näher, das hört sich nur so an. Okay. Jetzt muss ich laufen. Scheiß die Wand an. Da kommt eine Menge Viecher, eine echte Menge. Scheiße. Leck mich doch. Ach, leck mich doch. Vielleicht ist er ja tot. Wollt ihr mich rollen? Wo ist der hin? Wollt ihr mich rollen? Hat mich die ganze Zeit... Die sind echt dumm. Die sind wirklich dämlich, kann das sein? Tja, typisch Tightman-Soldaten. Nichts können die.
Wie sie da stehen, ey. So, wo ist er da? Ne? Nein, nein, oben, über uns? Nein, keine Ahnung. Boah, dumm wie Stück Scheiße, ey. Egal. Erstmal speichern. Ich habe da schon eine Vermutung, was ich tun muss. Irgendwie habe ich eine Idee. Ich werde nämlich beweisen, dass die Soldaten von Tideman komplett inkompetent sind. Tja, Tideman. Ich hoffe, du hast Spaß. Willst du mal reinstecken? Schade. Ah, ja. Komplett inkompetent. Ja. Habt Spaß, meine Süßen. Fick dich. Ey, ich hab gedacht, wir kämpfen jetzt mal füreinander, nicht gegeneinander. LOL! Boah, hat er wieder die Viecher als Schutzschild benutzt, die Sau, ey. Leck mich. Boah, voll in die Eier. Ja, ich gehe ja schon aus dem Raum raus. Sehr gut. Hä? Was kriegst du hier so im Hintergrund? Ich geh mal durch das Kaputte. Hallo? Achso, das war das Ding. Ich wundere mich hier. Scheiß die Wand an, Alter. Leckt mich am Arsch, ey. Wattenmassaker. Boah, hier werde ich noch eine Menge Spaß haben, durchzugehen. Das habe ich mir gefühlt. Isaac, wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Sie will mir den Weg zeigen. Für welchen Preis, ist die Frage. Das Spiel kenne ich doch schon. Offline. Stabilisierungsproblem gelöst haben, sollten wir anfangen können, die Schichten des Markers in den Mineralbildern nachwachsen zu lassen.
toll. Jetzt ist hier auch nochmal ein fetter Raum und all der Scheiß. Wollt ihr mich verarschen? Fickt euch. Echt ehrlich. Fickt euch. Mann, machen die immer so eine Scheiße. Na, okay. Aber komm, bevor wir mit dem Massaker hier ein Ende setzen. Mit dem Marker, mit Tideman. Wir noch die Rechnung offen haben mit Nicole. Bevor wir das alles beenden. Mache ich erstmal hier eine Pause. Ne? Bis zum nächsten Mal von Let's Play 2. Bis dann.